Mein Name ist Romeo Schermann, bin der Besitzer von Romeo Caviar und Betreiber von Romeo Caviar. Heute werden wir euch zeigen, wie das funktioniert, wie wir unseren Kaviar machen. Wir beginnen damit, dass wir den Fisch aus den Deichen holen. Das machen wir mittels eines Netzes. Wir haben die Fische in einem eigenen Hälterbecken, wo wir bereits im Herbst die Fische aussortieren, die wir für die ganze Wintersaison brauchen. Unser Kaviar kann zwischen Mitte September bis Anfang Mitte Mai beerntet werden und so lange ist auch die Saison natürlich. Danach wird der Fisch geschlachtet. Mit der Rohrstange und mit dem anschließenden Herzstich ist wirklich das tierschonendste und sicher das effizienteste. Danach bringen wir den geschlachteten Fisch herüber in unsere Produktionsküche, wo wir jetzt sind. Und hier wird der Fisch also zuerst aufgeschnitten. Die Bauchdecke wird aufgeschnitten. Also der Stör hat ca. 15-20% des Gewichtes Kaviar angesetzt. Der Fisch wird jetzt ungefähr so um die 5-6 Kilo haben. Also können wir ungefähr mit 600-700 Gramm Kaviar rechnen. Mit dem Waschen reinigen wir den Kaviar vor den ganzen Verunreinigungen, Blutflankerln und zerplatzte Kaviarkörneln, die durchs Waschen geplatzt sind. Weil das sind genau die Keime eigentlich, die dann verantwortlich dafür sind, dass der Kaviar verdirbt. Ne? Haben wir da die meisten Verunreinigungen jetzt schon draußen. Nach dem Waschen kommt er noch einmal in die händische Sortierung, wo noch einmal mittels Pinzette feinste Verunreinigungen entfernt werden. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den Kaviar einsalzen. Und da siehst du, wenn man da so drüber streicht, siehst du, wie das aufschäumt. Das ist die Desinfektion eigentlich, die das Salz jetzt dann mit dem Produkt macht. Ne? Gut, jetzt füllen wir den Kaviar ab. Hier haben wir traditionelle Dosen, aber auch Vakuumdosen, die wir befüllen mit dem Kaviar. So, wir verkosten jetzt den Kaviar. Der ist jetzt ungefähr 3-4 Wochen in der Dose. Ich gebe das da auf die Haut. Ja, normal habe ich kleinere Löffel. Müssen wir mehr essen. Einen großen Löffel. Schadet ja grundsätzlich auch nicht, ne? Na, es ist eigentlich sehr gesund, ne? Ja, sehr gesund. Also ich kenne keinen, der von Kaviar jetzt wieder erwischt hat, oder? Ja, vom Schlechten. Also, der schlimmste Part an meinem Job. Das ist mit Abstand der beste, den ich gegessen habe.